Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, Frau Ministerin! Es geht um wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, vielleicht besser bekannt als gut finanzierte Entwicklungshilfeindustrie. Um mir eins klarzustellen, die AfD sieht hier Kürzungen vor, weil die Art und Weise, wie hier Geld verpufft, weder ziel- noch erfolgsorientiert ist. Es ist seit 65 Jahren falsch, und da helfen neue Überschriften eben nicht. Denn wenn es ja richtig und gut wäre, müssten wir doch eigentlich positive Veränderungen sehen und wahrnehmen. Aber wir tun es doch nicht. Ich werde das jetzt hier aufzeigen, und als Erstes kommen wir zu dem Selbstverständnis der Regierenden. Dr. Hoffmann, der FDP, sagte in einer seiner letzten Reden, Entwicklungsgelder zu kürzen wäre so, als ob man einem Bettler in der Fußgängerzone den Hut wegkickt und das Geld herausnimmt. Und genau dieses Bild, was Sie zeichnen wollen, ist nicht das Bild, was ich in Afrika wahrnehme, und es auch Afrika überhaupt nicht gerecht wird. Der Arme, der Bettler. Aber es zeigt bewusst das Dilemma der zu entwickelnden Länder auf. Gewollte Abhängigkeiten von den Spendern. Deswegen fordern wir seit 5 Jahren eine ehrliche Selbstentwicklungspolitik, die den Menschen mental, kulturell und sozial gerecht wird, Missstände klar aufzeigt und systemisch denkt und handelt. Oder das Selbstverständnis der Ministerin, die biodiverse, klimagerechte, feministische Entwicklungspolitik in die Mitte des Ausblicks stellt. Das ist westlicher Ideologieexport, aber keine Selbstentwicklungspolitik. Und übrigens, die Grünen, die ja so ihre Probleme mit Deutschland haben, wollen indigene Völker in Lateinamerika schützen. Ich hoffe, mit ihrer Sprache, mit ihrer Kultur und mit ihren Werten. Und wenn das so ist, dann bitte, liebe Grüne, beachten, wir Deutsche sind auch indigene Bevölkerung. Da Ihnen dieses Selbstverständnis fehlt, ist Ihre Sicht eine falsche und damit auch Ihr Lösungsansatz. Doch, die ist schon richtig. So wird unsere Ministerin zu Karl May, der in seinem Leben einmal in Amerika war, jedoch nie einen Indianer gesehen hat, aber das Bild der Europäer über die Indianer prägte. Die Amerikaner haben die Indianer zwangskultiviert. Man nahm ihnen die Lebensgrundlagen, steckte sie in westliche Kleidung und gab ihnen westliche Namen. Die Geschichte ist uns bekannt. Die indigene Bevölkerung Amerikas wurde zum Verlierer, sozial, kulturell, finanziell. Das Indigene verschwand, und manche machten sie sogar sozial abhängig. Man hat es selbstverständlich gut gemeint, und auch jetzt meint es ja wieder gut. Aber gut meinen heißt ja noch lange nicht gut machen. Die zu entwickelnden Länder sind arm wie nie, hungern wie nie und sind fragil wie nie. Niger, Mali, Burkina Faso, Südsudan, Sudan und viele andere Länder sprechen Bände. Allein in Äthiopien, der einzigen Entwicklungshoffnung am Horn von Afrika, sind in den letzten Monaten im Tigerkonflikt 500.000 Menschen getötet worden. Aus Afghanistan werden nach wie vor Tausende von Ortskräften nach Deutschland ausgeflogen. Alles an Entwicklungsleistungen, die in den Jahren erbracht worden sind, mit einem Mal erloschen. Ihre Leuchttürme leuchten nicht mehr. All das liegt eben auch daran, dass diese Länder nicht selbstverantwortlich und nicht resilient entwickelt worden sind, weil ihre Entwicklungsschwerpunkte nichts, aber auch überhaupt nichts mit den Lebensrealitäten der Menschen vor Ort zu tun haben. Gendern macht eben nicht satt. Der Tschad hat 70% Nachernteverluste und hungert. Warum war Ihre Entwicklungspolitik, Frau Ministerin, hier nicht zielführend? In Mosambik wird Mais angebaut und günstig exportiert, damit Mosambik Mehl, Maismehl, teuer Geld importiert. Und warum? Weil es in Mosambik keine Maismühlen gibt. Warum ist das so? 80% der Baumwolle aus Benin verlässt Benin ohne weitere Wertschöpfung in Benin. Warum ist das so, Frau Ministerin? Der afrikanische Kontinent wird mit billigen EU-subventionierten Lebensmitteln zugeschüttet, so dass sich der Anbau in den eigenen Ländern gar nicht lohnt. Warum ist das so, Frau Ministerin? Afrika liefert uns günstige Kaffeebohnen, damit man bei uns dann teuren Filterkaffee kauft. Warum ist das so? Nach 20 Jahren, verlorenen Jahren in Afghanistan und dem katastrophalen Abzug der westlichen Truppen bricht über Nacht eine Hungerkatastrophe in Afghanistan aus. Warum ist das so? Weil Ihre Ansätze und Ihre Ideologien falsch sind.
20 Jahre nach Ihrer Politik in Afghanistan führten dazu, dass es mehr Kokainfelder als je zuvor in diesem Land gibt und Afghanistan Weltmarktführer im Drogenmarkt wurde. Auch hier kann ich sagen, Kokain kann man leider nicht essen. Aber der wilde grüne Landwirtschaftsminister Herr Özdemir wohl einen Trend folgen, wenn er fordert, weniger Lebensmittel in Deutschland anzubauen und stattdessen Hanf anzubauen. Nun, die Politik der neuen Regierung kann man vermutlich auch nur mit Hanf ertragen. Fatal hier, dass die Regierungsparteien einen Antrag abgelehnt haben. Sie haben letzte Woche einen Antrag der CDU oder vor zwei Wochen abgelehnt, die nämlich wollte, dass wir mehr Weizen in Zeiten der Ukraine-Krise hier in Deutschland anbauen und damit Afrika unterstützen. Sie haben es abgelehnt, weil man ja das deutsche Klimaziel nicht gefährden will. Und auch hier ist Ihre Sicht, liebe Grüne, eine falsche. Ja, wir erleben einen Klimawandel. Es gibt einen Klimawandel, einen natürlichen. Und dieser stößt nun auf eine Umweltkatastrophe, die menschgemacht ist, und zwar das Zerstören der weltweiten Waldressourcen. Und der ungebremste Bevölkerungswachstumsdruck unter ungebremste Ressourcenwahl. Aber das wollen Sie alles nicht wahrhaben. Da steckt man sich lieber seine SDG-17-Brosche um und wird zum Herr der Ringe bzw. zum Stein der Weisen. Was es braucht, gerade für Afrika, mehr Wertschöpfung, einen afrikanischen Binnenmarkt und mehr Industrie und grundlastfähige Industrie. Ich komme gleich zum Ende. Ja, das finde ich jetzt auch. Das ist gut. Wissen Sie, was das ist? Die Agenda 62/63 der Afrikanischen Union. Sind wir schlau und unterstützen wir den selbstbestimmten Weg selbstbestimmter Völker in Selbstverantwortung? Dankeschön.